Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Bei mir immer noch dabei Techlight. Ja, einen wunderschönen guten Tag, auch von mir. Leider Gottes, erstmal nur auf meinem Kanal. Ich hoffe, du hast echt bald schnelles Internet, das geht ja gar nicht. Krass, also ich sehe hier auch gerade keinen. Ich mache mich hier schon mal raus. Und wir haben die erste Nacht überstanden. Ich weiß, wir haben so ein bisschen... Oh cool, ich bin Level 2. Wir haben die Nacht jetzt ein bisschen übersprungen. Um 6 wird es komplett hell, also da kommen auch dann laufen auch die Zombies wieder langsam. Und das Problem ist eben halt, ich habe immer noch ein Problem mit meinem Leben. Ah, mit C wird das geschrieben. Okay, 3 Minuten noch. Ja, da kannst du eigentlich schon losgehen. Ja. Dann ist einfach jetzt in deine Richtung. Ja. So, ich war... Ach du heilige Scheiße. Ich war... noch ein bisschen Holz sammeln. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen in das Winterbiom, weil ich muss erstmal gucken wegen... Honig. Ich brauche dringend Honig, ansonsten sterben wir an der Infektion. Beziehungsweise, das Schlimme ist ja, ne, die Infektion, die breitet sich ja im Endeffekt aus. Oh, was haben wir hier? Briefkasten. Die Infektion, die breitet sich ja aus. Das bedeutet, du hast die Infektion, du hast eine Infektion Teil 1. Das dauert so und so lange. Dann kriegst du erst Teil 2. Du stirbst ja mit Kleider ran, ne? Das ist schon krass. Ich habe Painkiller zumindest gefunden. Oh, das ist ein Dreckszombie. Ich lauf einfach weg. Dann hab ich auch ein paar von den Painkillers. Google Nest, Federn, also geil. Von Painkillers habe ich auch ein paar. So ist das nicht. Aber ich hasse die Wüste immer, wo du hinrennst. Ne? Du rennst immer in so einen Dreckskaktus. Ach, höre mir auf, das habe ich gehasst wie die Hölle. Da ist noch ein Baumstumpf. Da sind noch mehr Baumstümpfe. Stümpfe, das ist gut. Habe ich schon gesagt, wir müssen uns beeilen. Deswegen tut es mir jetzt schon im Voraus leid, wenn das Video laggen sollte. Ich kann nichts dafür machen. Ich muss mich jetzt beeilen. Hey, hier ist Wasser. Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Nee. Schlafsack. Schlafsack. Oh, ich finde jeden möglichen Mist in den scheiß Baumstämmen. Ne? Mützen, Taschenlampen, Baker, cool. Schwarzpulver, Töpfe, in dem Baumstumpf, Töpfe. Aber nicht das, was ich brauche. Mir ist gerade ein bisschen warm, ich muss halt ausziehen hier. So, dann ziehen wir mal aus. Out of ammo, ich bruder. Dann setze ich gleich mal rüber zu dir. Ich bin gleich tot. Hast du denn da schon eine Base aufgebaut? Ja, ne? Ja, ich spawn dann direkt drin. What the fuck, was ist das? Ja, das sind wir zum ersten Mal gestorben. Adieu, du schnöde Welt. Was haben sie ja krass geändert. Ja. So richtig, alles wird rot. Okay. So, spawn on meinem Bett. Es war jetzt nass, aber mir ist nicht mehr kalt. So, und jetzt habe ich blöderweise eben halt wirklich Dings verloren. Stamina? Ne, Wellness habe ich verloren. So, ich brauche dann noch 2 Federn. Habe ich da Steine, können wir gleich mitnehmen. Genauso wie den Blendmist. Gedöns können wir auch gleich mitnehmen. Da können wir uns gleich mal einen Bogen basteln. Aber
erstmal unser Inventor wieder. Ah, fuck, hier ist so eine kaputte Stadt. Oh, geil, markieren. Mach ich gleich, wenn ich die ganze Scheiße, hier sind überall Zombies. Markier sie später, ich hab's ja auf der Karte wahrscheinlich aufgedeckt. Das Backpack, wenn du stirbst, ne, und im Stipp hier, dann ist das Backpack komplett eingeschnallt. Okay. Du, meine Dreckshund! Meine Latschen. Ich hab den nicht gehört, die Sau. Die Hunde, die sind schlimm. Und ich hatte noch eine Bandage. Ja, das ist mies. Fuck you! Schon wieder du. Nein, ich brauch da zwei von. Federn. Ja, was ich aber noch schade finde, ist eben halt, dass wir keine Fußabdrücke hinterlassen. Nein, ich bin tot. Och nö. Also ich hätte hier direkt eine Bedroll hinsetzen können, ne? Theoretisch. Hab ich nicht dran gedacht. Hab ich nicht dran gedacht. Ja, man kann ja an alles denken, ist ja klar. Ich hoffe, ich spawn jetzt hier in der Nähe. Im Winterbiom. Super. Blau. Näher als vor uns. Nee, weiter weg, glaube ich. Nee, 1,7 Kilometer nur noch. Okay. Lustige ist, geh mal in meinem Gegen. Du und mein Loot, ihr seid beide ungefähr in dieselbe Richtung. Das heißt, ich bin hinter dir gespawnt. Ach du Scheiße. So, aber erstmal bauen wir uns einen Bogen, einen Wooden Bow. Okay, Gunpowder. Honig. Ernsthaft? Ernsthaft. Na gut, gestorben wird. Hier ist der Rand vom Winterbiom. Ich muss nur kurz Leather. Ich muss nur kurz zurück ins Haus, ich brauche die Federn. Ich hatte auch sehr viele Federn dabei. Das alle. So, ich sehe nicht, wohin ich schwimme, aber ich schwimme. Einfach mal. Entweder zu deiner Tasche oder zu dem grünen Dreieck, was da oben ist. Ich bin mir nicht sicher, wo ich zuerst hinschwimmen soll. Ich schwimme jetzt zuerst mal zu meiner Tasse. Tasse. Die Tasche ist besser. Tasche. Aber wenn du 1,7 Kilometer weg bist, plus meine Tasche auch nochmal das gleiche, dann muss ich über 3 Kilometer laufen. Ja, wieso über 3 Kilometer? Ja, vorher war ich. Wie weit von dir weg? 2,2. Ja, plus die 1,7, die ich jetzt weg bin. Ja, wieso plus? Ja, weil ich da hinter dir gespawnt bin. Ich muss an dir vorbeilaufen und dann zu meiner Tasche. Was? Was schreibe ich denn? Arrow. Da muss doch jede Menge Pfeile herstellen. So, den nächsten. Mir einfach nur durchs Wasser. Ich, das ist gut. Jetzt darf ich erstmal die Wooden Frame basteln. Ja, 3 Stück, ne? Hm. Kannst du das Haus erweitern? Ja, bringt mir nichts mehr. So, meinen Bogen nachladen. Warum man einen Bogen auch immer nachlädt? Ja, aber nur einmal, ne? Cool. Ich habe einen Padlock gefunden. Padlock, was? Ach ja. Cool. Oh, da ist ein Hühnchen. Chicken. Ja, gibt schön dick. Schöne viele Federn. Federn. Ja. Da ist noch eine Scheune. Oh, hier sind ganz viele Baumstümpfe. Und Zombies. Fick dich. So, das Hühnchen ist tot. So viele Baumstümpfe gewesen, ne? Oh. Athletics Level 4. Stimmt, da bin ich schon. Kann ich jetzt. Jetzt ist mir auch noch kalt. Ja, super.
Oh cool, ich habe einen Hammer gefunden. Cool. So, ich nehme mal erstmal das Hütchen auseinander. Ich habe Fleisch. Jetzt stinkst du. Das ist egal, ups. Das Positive ist eben halt an Fleisch. Wir können ich hab Vitamine gefunden. Cool. Wir können uns eben halt diese Bacons machen. Bin ich undetected? Ich kann machen. Können wir so eine Unterwasserbase bauen? Nee. Oh, ich liebe diesen neuen Damage diesen neuen Damage in die Karte in dem Spiel. Da hat sie den alten Schädel weggerotzt. Mit der Waffe. Cool. Mit der Püschel. Ne, mit dem Bogen. Okay. Military Fiber habe ich gerade gefunden. Was hast du gefunden? Military Fiber. Military Fiber? No. Okay. Kannst du mit Militärausrüstung machen? Keine Ahnung. Ein Tanding Rifle Receiver. Was haben wir noch? Die Kornsitz. Obwohl die Kornsitz. Ne, die Kornsitz brauchen wir noch. Was habe ich denn weg? Den Stuhl. Genau. Erstmal kacken. So, Eier dürften wir eigentlich zu Hause haben, genau. Was haben wir hier drin? Goggles und Steel Arrow. Den Steel Arrow nehmen wir mit, die Goggles lassen wir drin. Goggles. Schöner Kampf. Zombie gegen Bär. Der Zombie gewinnt. Nee. Au! Haha, schöner Kampf. Nekro gegen den Bär. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das Problem ist eben, ich blute gerade. Ein Hunting Rifle. Hunting Rifle? Ein Hunting Knife. Scrap. Na, kriegst du das raus, ernsthaft? Federn und schimmeliges Brot. Und ich gehe wieder schwimmen. Karten, Baumwolle, ich brauch Baumwolle. Jetzt hätte ich was Böses gesagt. Ich werde gleich wieder drauf gehen. Aber infiziert bist du nicht mehr, ne? Nee, ich bin echt blut, aber. Wegen dem Bären. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir gleich mal ein bisschen Leder farmen, wa? Nee, ich. Noch überlebe ich, noch lebe ich. Wieso Leder? Ja, für Bandagen. Nee, Baumwolle brauchen wir dafür. Karten. Ah ja, aus Baumwolle machst du ja, glaube ich, richtig, den. Richtig, aus Baumwolle machst du den Stoff und aus Stoff machst du die Bandagen. Aber ich. Nee, ich bin geheilt. Boah, Jesus. Ich bin jetzt hier genau zwischen Winterbiom und. Warm Biom. Ich glaube, da bist du bei mir in der Nähe, so geht's sogar. Ja, dein Ding ist ziemlich groß. Mhm. Also dein, ja. Nicht dein Ding, sondern dein. Ja, sehe ich genau. Ja, sag weiter, erzähl weiter. Da bist du auf der. An der Straße. Noch 700 Meter von mir bist entfernt. Ja. Da fahren wir jetzt an dir vorbei. Über den See musst du eigentlich schwimmen. Nee, ich bin schon drüber. Nee, gibt noch einen See. So. Das ist ein verbranntes Bier und das ist auch gut eigentlich. Oh ja, zum Nester finden, ne? Nester finden und Eisen sammeln. Eisen. Laubbeeren. Laubbeeren sind ja auch gut, ne? Laubbeeren? Hm. Habe ich noch nie gesehen. Ernsthaft jetzt. Kannst du Drecksfilm Kopfschuss aushalten? Ich verstehe das nicht.
Hinter dir. So. Boah, hier ist ein riesen Baumwollfeld. Schuss. Verabschieden wir uns erstmal wieder für die Folge. Hey, geil, hier ist Wüste direkt. Wüste, warmes Biom und Eisbiom. Weil wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wenn es euch denn gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr einen Kommentar, Abo oder Däumchen da lasst. In dem Sinne, viel Spaß beim Gucken. Und der Kanal von Techlight ist bei mir in der Videobeschreibung verlinkt. Nochmal so am Rande. Ansonsten, genau, ganz wichtig. Ansonsten schönen Tag euch noch. Tschüssen. Ciao.